Mann, das geht jetzt so richtig gut gerade mit den dreien. Außer ich schieße daneben. Au, das wiederum tut weh. Critical mit 0, weil Physical einfach keinen Schaden gegen die Jungs macht. Gut. Der ist jetzt auch weg. Ich könnte den da rauslassen. Damit könnte ich, hätte ich wenigstens hier einen Fluchtweg mal. Ja, da sind auf jeden Fall böse Gegner. Da ist ein Secret. Energy Field Key. Eine Watcher-Statue. Sag mir jetzt bloß, dass das der Schlüssel zum Fallen ist. Wo habe ich denn das nächste Fallen-Gebiet? Da könnte ich da einfach mal reingucken. Da ist eins. Das nächstbeste, was mir so einfällt, wäre das hier. Und ich glaube, mit dem Key könnte ich was anderes aufmachen. Gut, aber erstmal. Du hast noch 3 Schuss, also 2 Schuss kann ich mit dir noch verbraten. Ehe. Da sind 3. Von den Jungs drin. Oh, das war jetzt knapp, aber. Mach einfach mal auf und lass sie raus. Das ist nämlich, glaube ich, einfacher, wenn ich die drei irgendwie so versuche zu töten. Ja, das Recharge-Item, das funktioniert irgendwie noch irgendwie nicht ganz so, wie es soll. Ja. Du brauchst mehr Energy. Wir haben ja auf jeden Fall einen Ort zum Aufladen. So.
Das sieht schon besser aus. So, einmal hochgeheilt, einmal Quicksave. Wir können schon mal Zauber vorbereiten. Ja, solange sie das machen, geht es, wollte ich gerade sagen. So toll geht das aber auch nicht. Aber sie geben verdammt viele Erfahrungspunkte. Und damit komme ich klar. Au. Und solange der eine da stehen bleibt, kann es mir auch gerade recht sein. Da kann ich ihn nämlich schön beballern. Dachte ich jedenfalls. Ein Soulstone. Zu dem sage ich nicht nein, zu dem Soulstone. So. Das ist echt praktisch. Gerade im Kampf gegen die, das immer wieder aufladen zu können. Das hat wieder Aua gemacht. Zum Glück nicht viel Aua. Wobei sie schon gut Aua machen, was auch klar ist. Schlimm wird's, wenn sie mich direkt anglotzen. So, einmal kann ich noch feuern. Au. Jetzt sollte ich mich wieder zurückziehen. So, kann ich da schneller durch? Und ja, eine andere Strategie gegen die fällt mir jetzt gerade echt nicht ein. So, dann rasten wir mal wenigstens das Mana auf 100 hoch, dass wir versuchen können, den nochmal nachzuladen, bevor wir uns dann die Energie wieder auffüllen. So. Hat zwar, glaube ich, jetzt nicht so viel gebracht, aber es hat was gebracht. Und ja, der kommt gerade recht. Zwei Skill Points in Stuff Defense. Dann können wir es nämlich beim nächsten Level Up auf 48 bringen. So, ich mache das jetzt noch einmal und nach dem nächsten Autosave mache ich einen Cut. Hi. Ging schneller als gedacht, dich zu sehen.
Au. Einen Schuss kann ich noch abgeben, da muss ich wieder aufladen. So, erstmal ein Level up für Stuff Defense. Dann können wir nämlich das da und das da und Seifen-Item. Okay. Aber ja. Das ist jetzt diesmal voll recharged worden, sehr schön. Und bei dir Level up in Daggers eigentlich, weil Assassination hast du sogar schon Reach Attack, was praktisch wäre, wenn du in der hinteren Reihe stehen würdest. Aber nee, Daggers. Dann könntest du nämlich bald den da benutzen. Ja. Gut. Ein Quicksave, das können wir gerade gut gebrauchen. Ah ja. Oh, das hat diesmal nur ihn erwischt. Man merkt, sie hat hohes Evasion, oder? Nö. Autsch, das hat wehgetan. Da war ich gerade so gierig. Der hat gefesselt. Okay, er hat sich wieder weggedreht, aber das ist sicher, ist sicher. Gut. Kann noch einmal schießen. So, kann ich dich noch einmal aufladen? Ja. Es kann halt. Whipping Rock? Was zur Hölle? Das sind die Felsen, die die Kerle nach einem schmeißen. Hi. Schriftrolle fürs nächste Mal. Noch eine Schriftrolle fürs nächste Mal. Und noch eine Schriftrolle fürs nächste Mal. Und der Weg. Noch eine Schriftrolle fürs nächste Mal. Ein Journal. Wie kann ich gerade Gewicht verlieren? Wahrscheinlich. So.
Ach, geben wir einfach mal alles. Das da gehört eh hier rein. Nein. Nein, nein. Bestimmt nicht. Okay. Ein Quicksave. Und dann mache ich einen Cut hier. Also ich gehe nachher in der nächsten After-Message zurück zum Kristall. Ich suche den anderen, den nächstbesten. Also, bis dann.